Hallo Sparfüchse da draußen, ich bin's wieder, Spartacus und mein Sidekick Billig the Kid und wir zeigen euch, wie man billig Computerspiel-Schnapper schießen kann bei GOG. Genau, da läuft gerade der Big Deal Sale noch bis zum 25. September, 200 Spiele im Preis gesenkt und wir haben uns 10 rausgesucht. Unser Limit sind 30 Euro und da bleiben wir auch drunter. Und wir haben uns auch noch Spiele rausgesucht, die besonders stark im Preis gesenkt sind, also bis zu 95%. Es sind also auch ein paar Titel dabei, die man zum Vollpreis vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde, aber unter diesen Bedingungen kann man die durchaus empfehlen. Und los geht's gleich mit deinem ersten, oder Michi? Ja, mein erster Tipp ist Braid um 75% reduziert auf unschlagbare 3,79 €. Ist schon ein bisschen was älter, aber ist ein Jump'n'Run-Abenteuer, das man gespielt haben sollte. Es ist das große Durchbruchswerk von Jonathan Blow, der danach ja dieses The Witness gemacht hat. Das ist aber ein ganz klassisches 2D-Jump'n'Run. Zumindest wirkt es auf den ersten Blick so wie so eine mit Handzeichnungen zusammengebaute Super Mario-Hommage, aber es ist halt so viel mehr. Es macht so viel tolle Sachen mit Zeitmanipulation, mit Teleportation. Und man fühlt sich, wenn man das durchgespielt hat, wie der schlaueste Mensch der Welt. Und dieses Gefühl sollt ihr doch auch alle haben für nur 3,79 €. Wenn ihr euch hingegen wie der schlechteste Spieler der Welt fühlen wollt, dann kann ich Slain Back from Hell empfehlen. Das ist um 70% im Preis gesenkt und kostet jetzt 3,29 €. Und es hat eine ganz interessante Geschichte. Das ist nämlich so ein Side-Scroll-Action-Adventure. Erinnert auch von der Optik ein bisschen an die Castlevania-Spiele. Sehr hübsch animiert, aber als es rauskam, war es ziemlicher Scheiß, muss man mal so sagen. Es war in einem wirklich, wirklich schlechten Zustand. Hat ganz, ganz viel Bashing von den Steam-Reviews bekommen. Und daraufhin haben die Entwickler mehr oder weniger neuen Entwickler an Bord geholt und den das nochmal komplett überarbeiten lassen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Von den Originalentwicklern war dann auch irgendwie keiner mehr so richtig dabei. Aber am Ende ist ein Spiel rausgekommen, was inzwischen zwar immer noch bockschwer ist, aber sich auch ganz gut spielen lässt. Und für den Preis kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. Mein nächster Tipp ist ebenfalls um 75% im Preis gesenkt auf 4,99 € und das ist Oxenfree. Das klingt im ersten Moment wie irgendwas mit Rindern was oder zum so. Essen. Ja. Aber es ist ein 2D-Erkundungsabenteuer. Es geht darum, dass man wie so eine Art Wochenendausflug auf so eine Insel macht mit so einer Jugendgruppe. Und da geschehen dann sehr mysteriöse Dinge. Also zum einen ist das sehr, sehr spannend. Also man will wirklich wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und was es für mich zum herausragenden Spiel macht, ist, das hat mitunter die coolsten Dialoge, die es so in Videospielen gibt. Ich glaube, das kennt jeder vom Kino oder auch vom Videospielen, dass da Dialoge halt immer sehr gestelzt und sehr, sehr starksig irgendwie wirken. Und da unterhalten sich die Leute wirklich so, wie sich echte Leute unterhalten. Und das ist hat Seltenheitswert, weswegen man das unterstützen sollte mit Oxenfree. In Sachen Story ist auch das nächste Spiel sehr, sehr spannend. Und zwar Stories. Da ist das ja schon drin. Path of Destinies, das kostet jetzt 3,29 €, ist 74% im Preis gesenkt und das ist ein Action-Adventure, das vielleicht aus dem ersten Blick ein bisschen aussieht, eher wie ein Action-Rollenspiel im Diablo-Style, hat dieselbe Perspektive, ist aber wie gesagt ein bisschen mehr in Richtung Action-Adventure und da geht ein Durchlauf ungefähr eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden. Man wird das aber mehrmals durchspielen, denn nach jedem Level kann man eine Story-Entscheidung treffen und sagen, wie soll denn die Geschichte weiterlaufen. Es gibt über 20 Möglichkeiten, wie die Geschichte enden kann. Und ich sag mal so, den ersten Durchlauf, den man macht, da wird man vielleicht noch sich für die vermeintlich guten Wege entscheiden und am Ende ziemlich überrascht werden. Und solche Überraschungen erwarten einen immer wieder, denn die Entscheidungen, die man trifft, haben teilweise ganz schön krasse Konsequenzen, trotz der verspielten Fabelgrafik, die das so ein bisschen hat, mit den Tieren als Spielfigur. Ist ein richtig tolles Abenteuer, was man, wie gesagt, immer wieder gerne durchspielt. Kann ich für den Preis auf jeden Fall empfehlen. Mein nächster Tipp richtet sich an Gruselfreunde, nämlich Layers of Fear, ein Horrorspiel, momentan reduziert um 75% auf 4,29 €. Da geht es darum, dass man als so ein versoffener Maler in seinem alten Haus irgendwie so rumläuft. Aber was die Entwickler da abfeuern, was es an optischen Täuschungen, an Wahnvorstellungen, an Erschreckern und sowas gibt, das muss ihnen erstmal jemand nachmachen. Es gibt auch in dem Spiel so manchen Jumpscare, aber die sind immer so, so gut vorbereitet. Und also mir ging es zumindest so, bei jedem Jumpscare dachte ich mir hinterher, Chapeau, das haben sie hervorragend gemacht.
gerne wieder. Und für 4,29 Euro billiger kann man sich doch nicht so gut erschrecken lassen. Außer, das war noch billiger. Man kann sich aber für noch weniger Geld auch sehr, sehr gut unterhalten lassen, nämlich für 2,59 Euro, 75% im Preis gesenkt, Virginia. Das ist ein Spiel, ein First-Person-Erkundungsspiel, das so ein bisschen vom Stil an die TV-Serie Twin Peaks erinnert. Also sehr, sehr viele mysteriöse Begegnungen und vielleicht auch nicht immer Antworten auf das, was man da sieht. Aber mit rund 2 Stunden Spielzeit ein Erlebnis, was einem sicherlich in Erinnerung bleibt. Und dass man durchaus vielleicht dann auch doch mehrmals spielt, um irgendwie nur zu verstehen, was man da eigentlich erlebt hat. Mein nächster Tipp ist nochmal billiger. Her Story, 75% reduziert auf 1,29 Euro, also nochmal billiger als Virginia. Und das ist, wie ich finde, das einzige richtige Detektivspiel, das es momentan so gibt. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Was mich bei Detektivspielen immer stört, ist, wenn die sich so anmaßen, dass man da als Spieler selber viel kombinieren könnte und logisch schlussfolgern, um dann das Verbrechen aufzulösen. Aber eigentlich gibt es immer nur einen Weg. Und genau das ist Her Story eben nicht. Es geht nämlich darum, dass man an so einem Polizeicomputer Fragmente von mehreren Zeugenbefragungen sich angucken kann. Das ist dann eine echte Videoaufnahme mit einer echten Schauspielerin. Das sind immer nur ganz kurze Abschnitte. Und es gilt jetzt eben nach und nach, sich zusammen zu puzzeln, was da passiert ist. Es ist irgendein Verbrechen passiert und die spricht auch darüber. Und der Gag ist eben, in ihren Erzählungen spricht sie bestimmte Themenkomplexe an und man kann in diesem Polizeicomputer dann mit bestimmten Suchworten weitere Schnipsel finden. Und es gilt eben dann, diese Suchworte rauszufinden, um am Ende dann ein komplexes Bild zu haben, was da für ein Verbrechen passiert ist. Das Coole ist aber, das können irgendwie 3 Leute spielen und jeder von denen kommt zu einem ganz anderen Ergebnis, hat bestimmte Aspekte dieses Verbrechens mitbekommen, weiß aber irgendwie über die Charaktere andere Sachen wieder nicht. Also ganz, ganz cool und für 1,29 Euro ein absoluter Schnapper. Und genau so sollte das Rechtssystem ja auch funktionieren. Ja. Dass jeder zu einem anderen Ergebnis kommt. Mein nächstes Spiel ist wieder ein bisschen teurer. Also wir kommen jetzt hier wieder in den Luxusbereich mit 1,69 Euro. Also 85% im Preis gesenkt ist das Spiel A Story About My Uncle. Das ist auch wieder ein First-Person-Exploration-Spiel oder Action-Adventure. Das spielt man also aus der Ego-Perspektive und da taucht man in eine Fantasy-Welt ab, die größtenteils aus so schwebenden Inseln besteht und ja, folgt der Spur des Onkels der Hauptfigur. Und man hat so einen Grappling-Hook, so einen Energie-Grappling-Hook an der Hand und kann sich mit dem von einer Insel zur nächsten schwingen. Also es geht auch oft um Geschwindigkeit, hat einen sehr, sehr schönen Flow, ist auch nicht allzu lang, also es gibt, glaube ich, maximal 3 Stunden, je nachdem, wie man sich so anstellt, also ich brauche dann wahrscheinlich 5, aber ist auf jeden Fall auch wieder ein schönes Erlebnisspiel, was man mal an einem Abend und gerade zu diesem Preis sich mal reinziehen kann. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir sind beide so ein bisschen Fans von so Erkundungsspielen und in den letzten Jahren ist ja da das Genre der Walking-Simulatoren ziemlich am Boomen gewesen, aber das Spiel, das das Ganze so losgetreten hat, ist mein letzter Tipp, nämlich Gone Home. Das gibt es momentan um 80% im Preis reduziert für 2,99 und da geht es, wie der Name schon sagt, darum, dass man als Spieler nach Hause kommt in ein offenbar menschenleeres Haus. Es gilt es dann, in diesem Haus Schubladen aufzumachen, Schränke aufzumachen, also überall rumzukramen und in Tagebüchern, in Notizzetteln, überall seine Nase reinzustecken, um langsam herauszufinden, wer ist man überhaupt selbst, wie ist diese Familie drauf, was ist da vielleicht passiert. Und das kann man alles in seiner eigenen Geschwindigkeit machen und auch selbst entscheiden, wann man genug von irgendeinem Ding hat. Und dann sucht man sich auf den nächsten Bereich an. Aber es fügt sich am Ende auch zu einem ganz schönen Gesamtbild zusammen und das kann ich nur jedem empfehlen. Also ihr könnt nach Hause gehen. Bevor ihr nach Hause geht, noch meine letzte Empfehlung und damit gewinne ich jetzt zumindest den Sparpreis, denn um 95% ist der Ego-Shooter Lichdom Battle Mage im Preis gesenkt, kostet nur noch 1,69 Euro, auch 1,69 Euro. Und da muss ich fairerweise sagen, für den Preis empfehle ich den an dieser Stelle. Wenn der zu einem Vollpreis gewesen wäre, würde ich sagen, eher Finger weg. Das Spiel ist schon, ich glaube, von 2015. Hatte auch keinen sonderlich glücklichen Release, war technisch ein bisschen verbuggt. Sie haben es aber noch sehr, sehr viel nachgefixt, auch bei der Steuerung. Und es geht darum, dass man einen Zauberer spielt, beziehungsweise man kann auch eine Zauberin spielen. Und man kann verschiedene Zaubersprüche sich auch noch anpassen. Und
erlebt eine Jagd durch eine Fantasy-Welt, die sehr, sehr cool gestaltet ist mit der CryEngine. Das sieht richtig nett aus. Es ist spielerisch jetzt kein Oberhammer. Und ich muss auch sagen, wenn man das auf dem normalen oder höheren Schwierigkeitsgrad spielt, dann wird es irgendwann ein bisschen langweilig. Ich kann also durchaus empfehlen, ab einem gewissen Punkt vielleicht zu sagen, hey, spiel's doch einfach auf easy und guck mal einfach noch ein bisschen an, was da so drin ist. Und zum Vollpreis würde ich es nicht empfehlen an der Stelle. Aber für das Geld hat man da auf jeden Fall ein paar Stunden richtig coole Unterhaltung, die wahrscheinlich ganz viele Leute gar nicht mitbekommen haben, dass es das Spiel überhaupt gab. Und wann spielt man schon mal einen Zauberer in einem Ego-Shooter? Das ist ja auch nicht so oft. Damit habt ihr 29,90 Euro ausgegeben. Das heißt, von unserer 30-Euro-Grenze sind sogar noch 10 Cent übrig. Reicht für einen 10er Kaugummi, reicht für uns beide aber offenbar nicht mehr für Rasierklingen. Tja, schade, muss der Bart halt dranbleiben. Das waren die ganzen Tipps. Bis wann läuft das? Bis 25. September. 25. September, dann ist Schluss. Und es gibt wohl zwischendurch jetzt immer mal wieder auch noch ein Spiel kostenlos aufs Haus. Das werden sie wahrscheinlich noch mal ändern im Laufe des Sales. Also einfach mal vorbeischauen, wenn ihr gerne möchtet. Das war's von unserer Seite aus. Viel Spaß beim wenig Geld ausgeben. Ciao, ciao. Tschüss.